Der Gebärmutterkrebs ist in Deutschland die häufigste bösartige Erkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane. Hierzulande erkranken jährlich rund 11.000 Frauen. Die genauen Ursachen sind nicht bekannt. Es gilt jedoch als sicher, dass Übergewicht, Diabetes und vor allem ein zu viel an Östrogen das Risiko erheblich erhöht. Das weibliche Sexualhormon, hier grün, wirkt auf die Gebärmutterschleimhaut und kann dort zu Zellveränderungen und der Entstehung bösartiger Geschwulste führen. Der Gebärmutterkrebs ist eine typische Krebserkrankung des höheren Alters. Insbesondere über 50-Jährige, aber auch kinderlose Frauen haben ein erhöhtes Risiko. Erste Symptome wie vaginale Blutungen außerhalb der Regel und vor allem nach den Wechseljahren sollten so rasch wie möglich untersucht werden. Wird Gebärmutterkrebs diagnostiziert, ist in den meisten Fällen eine Operation notwendig, bei der die Gebärmutter mitsamt dem Tumor entfernt wird. In Einzelfällen schließt sich eine Strahlenbehandlung an. Die Heilungschancen bei Gebärmutterkrebs sind bei einer frühzeitigen Entfernung des Tumors sehr gut.